Also ist alles zusammen zuerst aus Ton gemacht und nachher gibt es einen Abguss, oder? Entweder Beton oder Gips. Und wenn man dann weitergeht, kann man es dann in Bronze gießen. Das ist jetzt eine Negativform, die in Ton gemacht hat und nachher hat man das ummantelt mit Gips und hat den Ton wieder rausgenommen. So. Jetzt wird das dann zusammen, so zusammen gemacht. Da wird abdichtet, wird umgekehrt und wird der Gips hineingeleert. Der Gips wird hart nach einem Tag, zwei genug. Und dann schlägt man, das, dann schlägt man die Außerhülle weg. Und dann kommt eigentlich dann kommt so etwas, einfach so eine. Dann hat man die Gipskultur, oder? Ich habe etwas im Kopf und fange an zu modellieren. Das Gute beim Ton, oder? Ich kann jetzt da etwas wegnehmen oder mehr Bauch mehr hinzutun, oder? Ein bisschen mehr nach vorne kippen. Ich kann die Hände ändern, ich kann die Handstellung ändern. Ich kann eigentlich probieren, so, oder? Bis ich finde, jetzt ist es stimmig, oder? Jetzt passt es zu der Figur. Der Mensch, und dann probiere ich das zu abstrahieren, also den Charakter des Menschen irgendwie rauszubringen mit Weglassen von ganz konkreten Sachen, sondern dass mehr ins Abstrakte, dass es ins Abstrakte hineingeht. Und aber gleich noch das Wesen vom Mensch und also der Charakter vom Mensch dann zeigt. Nur schon mit den Füßen, ob die ein bisschen gegen innen schauen oder ob die gerade sind, ob der Kopf ein bisschen so ist oder ob er ein bisschen so schaut, das ist einmal, tut wie das Wesen verändern, oder? Und das ist das, was mich eigentlich interessiert. Und wenn es gelingt, was lange nicht immer der Fall ist, dann probiere ich da mal, manchmal Monat, zwei Monate, oder? Und nachher, wenn es nichts wird, dann stampfe ich es einfach wieder zusammen und dann kann man wieder neu anfangen, oder? Je abstrakter dass man eigentlich geht, also je mehr dass man weglässt, je gröber das es wird, auch, oder, eine Figur, also denke ich, je schwieriger wird es und auch je interessanter wird es. Ja, ich habe mal einen Fotograf gelernt, Werbe, Mode und so Food-Aufnahmen haben wir gemacht. Dann haben mich Filme angefangen zu interessieren. Dann bin ich bei den Turnusfilmen, habe ich nochmal eine zweite Lehre gemacht. Also ich bin als Kameraassistent angefangen dort und bin sieben, acht Jahre festangestellt in den Turnusfilmen. Habe am Schluss ziemlich viel Werbefilm gemacht und bin nachher selbstständig geworden, also selbstständiger Kameramann. Habe freelanced und habe für verschiedene Filmproduktionen geschafft. Habe natürlich immer gestalterisch gearbeitet. Und als ich jetzt dann aufgehört habe zu filmen, hat mich also Kunst, Architektur und Kunst haben mich immer interessiert. Dann habe ich angefangen, zuerst malen ein bisschen und habe dann aber gemerkt, das Handwerkliche, also irgendetwas machen mit den Händen und aufbauen so, oder, das liebt mir mehr. Und ich muss auch sehen, also wenn ich etwas im Ton machen kann, oder, dann sehe ich, ja, das ist gut, oder das ist, stimmt jetzt oder stimmt nicht. Oder, und beim Malen habe ich mehr Mühe gehabt. Oder, und dann bin ich aufs Bildhauer gekommen und habe dann Kurs genommen. Also ich bin 5 Jahre beim Alloy, ich war in einem Bildhauerkurs und habe dort ziemlich intensiv gearbeitet und vor allem die Technik vom Abgüssen und vom Raushauen und all die, also die ganze Technik eigentlich gelernt. Angefangen habe ich eigentlich mit Porträts, wo dann aber eins zu eins, wo man sieht, ah ja, das ist der oder das ist der oder das bin ich, wenn ich ein Selbstporträt gemacht habe, oder? Das ist relativ einfach, oder? Wenn man das einmal, wenn man es einmal draus hat und Technik hat, alles zusammen und genau schaut, dann geht das gut. Aber wenn man dann anfängt, Grundzüge und das Wesen von einem Menschen, wenn man das will, vorheben und das andere weglassen, dann wird es auch interessanter, aber dann wird es auch viel schwieriger. Also dann ist Scheitern viel grösser. Kaum hat man etwas fertig, denkt man, ja, dort hätte man doch noch ein bisschen sollen. Und ist das gut oder ist das nur so ein bisschen, sagt nichts aus und ist nur so ein bisschen Mache oder so, oder? Und dann, viele Sachen gehen auch wieder fort, oder? Also dann, wenn es dann wirklich nicht,
wenn ich nach einem halben Jahr immer noch zweifle und so, oder, dann, und irgendwann einmal denke ich, nein, das ist nichts, oder, und dann wird es wieder verschlagen. Oder?